Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs, ich bin am Fuß einer Pappel. Und zwar an dem Weg von der Abnoberstraße zum Enzauenpark. Diese Pappeln, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang, denn als Kind wurde ich hier immer mit meinem Vater spazieren geführt oder bin selber hier spazieren gegangen an der Enz, weil er damals nämlich hier bei SEL gearbeitet hat. Die ganze Anlage wurde umgestaltet zur Landesgartenschau 1992. Hintergrund Heizkraftwerk und der Stand der Dinge, dieses rote Objekt. Und hier haben wir auch den Gasometer, der ja seit 2014 Dezember ein Anziehungsort ist, leider jetzt nicht unter Corona, aber mit den Panoramen von Yadigar Assisi. Ja, die Pappeln hier am Fluss an der Enz sind auf einem Damm. Und dieser Damm, den man auch auf der anderen Seite sehen kann, dieser Damm entstand im Prinzip in der Zeit nach 1900. Die Enz lief hier früher nicht so glatt, wie man sie jetzt sehen kann. Seit den 1990er Jahren im Vorfeld der Landesgartenschau wurde sie in Teilen renaturiert. Das heißt, vor allen Dingen Bäume unten am eigentlichen Fluss wurden dazu gepflanzt oder konnten sich einfach entwickeln. Kleine Inseln mit Steinen im Fluss wurden aufgeschüttet. Ja. Jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo eben dann die Firma Witzenmann ist und dahinter die ehemalige Firma SEL, dann Nokia. Ein Gebäude aus den späten 50er Jahren, das man da im Hintergrund schon erkennen kann. Ja, diese Dämme wurden zum Hochwasserschutz gemacht. Wie überhaupt in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg eine unglaubliche Arbeitsleistung hier in Pforzheim gebracht wurde, hauptsächlich von italienischen Arbeitern, die im Flussbau und Tunnelbau ja schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Fachleute waren. Die Pappeln, die Sie hier sehen, sind teilweise schon recht alt, also gerade die dickeren Stämme wie hier. Sie sehen da im Hintergrund wesentlich dünnere. Also sie könnten tatsächlich aus der Zeit stammen, kurz nach 1900 angepflanzt worden sein. Das Ganze hier als Allee ausgeführt und ja, ein beliebter Ort auch zum Laufen, zum Wandern, zum Reden mit Freunden und anderen mehr. Ja, im keltischen Baumhoroskop, so heißt es, ist die Pappel tatsächlich auch Weinbaum. Also ich bin ja am 12. Mai geboren und jetzt sind die Blätter noch nicht da. Das heißt, es ist noch alles in der Knospe. Und wenn die Blätter da sind, dann haben die Pappeln ja so ein ganz eigentümliches Rauschen. Das heißt, sie erzählen uns dann etwas. Und als Kind hat das immer meine Fantasie angeregt. Also wie gesagt, mit unserem kleinen Hund, unserem Foxterrier namens Alf, sind wir hier immer unterwegs gewesen. Und ja, also eigentlich immer sonntags, während die Mutti daran gekocht hat. Wir haben ja in der Altstadt damals gewohnt, Schillerstraße. Ja, und ich laufe jetzt noch vor bis zum ehemaligen Gebäude der Firma SEL. Mein Vater hatte damals Fernschreiber konstruiert, war also am Schluss auch in der Leitung der Abteilung tätig. Fernschreiber, das wissen die wenigsten. Heute noch so einen praktischen Vorläufer des Faxgeräts, rein mechanisch, ja, praktisch gemacht, aber auch mit Strom dann die Impulse gesetzt. Und ja, es ist Vorfrühling, es blüht alles und hier kommt dann noch dieses heute leerstehende Gebäude der Firma SEL, später Nokia. Das Bild mit seiner typischen Rasterfassade, wie sie in den 50er und frühen 60er Jahren sozusagen stilistisch auf der Höhe der Zeit war. Ganz am Schluss hat mein Vater noch oben auf dem Treppenturm in einem kleinen Büro gearbeitet und hat so in den Anfängen der Computergrafik Versuche gemacht. Es war für ihn keine so schöne Zeit, weil die ganze Abteilung alleine war und ja, es führte zu Depressionen bei ihm.
Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Nichtsdestotrotz, diese Allee, jetzt kommt auch noch eine schöne Weide ins Spiel. Diese Allee ist ja Teil meiner Kindheit und durchaus, obwohl Industriegebiet, eine schöne Seite, die wir hier in der Tälerstadt Pforzheim haben. Ja, also mit diesem Blick auf diese typische Fassade soll der heutige Beitrag schließen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze.